Jetzt ist natürlich noch eine Phase übrig. Die wollen wir jetzt auch noch einmal definieren. Jetzt zeigt er uns aber nur 1 mm an, weil er das nicht kennt. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, den wir an dieser Stelle machen können. Gehen wieder auf Schießen und können nun auf Text gehen. Hier geben wir ein mal 45 Grad. Gehen wir nun ein. Die Farbe nehmen wir dieses tiefe Blau. Entschuldigung. Nehmen wir das Blau. So, und können dies jetzt hier ranklicken und bestätigen. Ja, da muss man natürlich ein bisschen tricksen. Das ist natürlich jetzt kein Autodesk oder Inventor, womit ihr arbeiten könnt. Also, wie wir nun hier unten, wir sehen es jetzt, Design by Name, Date, Title, Subtitle ist natürlich unschön. Und zwar lasst ihr jetzt nicht Body ausgewählt, wie wir es beim Venasen, sondern ihr geht wieder auf Page, also auf eure Zeichnung. Und dann steht hier unten Editable Text. Also da könnt ihr jetzt raufgehen und auf diese drei Punkte daneben gehen. Und jetzt öffnet sich hier ein Feld, wo diese Sachen drin stehen. Und da könnt ihr jetzt euren Namen natürlich eintragen. So. Johannes. Das Datum heute ist der 29.05.2018. Könnt ihr einen Maßstab festlegen. Ich mache jetzt beispielsweise einfach mal 1 zu 1, damit ihr es einfach seht. Gewicht, das Ganze wiegt jetzt 0,5 Kilogramm. Titel machen wir jetzt mal Tutorial draus. Subtitle, da geben wir jetzt einfach mal das Material ein, woraus das später bestehen soll. Aluminium. Die Zeichnungsnummer, da könnt ihr natürlich jetzt fortlaufend nummerieren. Wir fangen jetzt mal bei 1 an. Und das Blatt, also wenn ihr nachher große Komponenten zeichnet, damit ihr hier eine Anleitung bauen könnt, wählen wir hier auch einfach mal die 1. Bestätigt dies mit OK und ihr seht auch hier gleich die Änderungen. Anschließend könntet ihr einfach auf Drucken gehen oder wir gehen mal auf Druckvorschau, dann seht ihr es auch recht gut und ihr druckt das soweit aus. Wenn euch dieses Tutorial zu FreeCAD gefallen hat, dann gebt dem Video doch bitte ein Gefällt mir. Habt ihr Fragen, gerne diese in die Kommentare. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachzeichnen und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder, wenn wir zur Programmierung übergehen. Bis dann, alles Gute, ciao.